Ohne Traffic kein Umsatz. Das ist natürlich immer die Frage, die ich mir gestellt habe in den letzten 17 Jahren. Wie erhalte ich kostenlosen Besucher oder durch günstige CPC-Traffic? Das heißt also Cost per Klick, beispielsweise Google AdWords, wo ich pro Klick einen Betrag bezahle. Und ich möchte euch hier in dieser Session zeigen, was ich für Tipps und Erfahrungen mitbringe aus diesen letzten Jahren. Und das geht von kann jeder und ist so einfach bis zu scheiß teuer, aber bringt viel. Es sind drei Strategien und ich glaube, für jeden ist hier in dieser Session etwas dabei. Egal, ob du Anfänger bist, Fortgeschrittener oder schon absoluter Profi. Fangen wir an mit kann jeder und ist wirklich einfach. Ich behaupte, mit einem Aufwand von 36 bis 40 Stunden maximal ist es komplett umgesetzt. Es generiert viele qualitative Website-Besucher und ich meine hiermit wirklich qualitative Besucher, die an ihren Produkten, Dienstleistungen oder was sie als Affiliate vermitteln auch wirklich interessiert sind. Es wird dir 500 bis 1000 Euro pro Monat garantiert generieren. Das werden wir auch während dieser Präsentation sehen, dass das ganz einfach ist und funktioniert. Wird mindestens 100 E-Mail-Adressen im Monat möglich sein einzusammeln. Und es generiert kostenlos Werbung über Google AdWords. Ich wiederhole nochmal, kostenlos Werbung über Google AdWords. Das heißt also, dass jemand für sie Google AdWords Werbung schaltet, ohne dass sie was bezahlen dafür. Das ist unglaublich. Und ganz wichtig, ohne einen Cent pro Monat auszugeben. Also völlig kostenlos Traffic generieren, der hochqualitativ ist und für Umsatz sorgen wird. Wenn wir das Thema Traffic einmal anschauen, ist es natürlich wichtig, wenn wir Free Traffic generieren möchten, dass wir uns mal gucken, auf welchen Webseiten wollen wir uns denn platzieren oder was gibt es für Möglichkeiten. Ne, wenn ich ein Ladenlokal habe, bringt es nichts, wenn das irgendwo mitten im Wald steht, weil da einfach nicht zu gute Menschen da sind. Also klar, sind gute Menschen im Wald, aber vielleicht nicht unbedingt die, die kaufen möchten. Ich muss doch mein Ladenlokal in die Einkaufsmeile stellen, wo die meisten Leute vorbeigehen. Das heißt also, wir konzentrieren uns hier auf Plattformen, wo die meiste Traffic vorhanden ist. Das kann man ganz einfach bei Alexa mal durchchecken. Gibt auch andere Tools, die uns sagen, wo holen wir die meiste deutschsprachige Traffic her. Welcher Portale gibt es da? Da ist beispielsweise google.de, youtube.com, google.com, Facebook, Amazon, eBay, Wikipedia etc. Ich habe mir diese Portale mal ein bisschen oder diese Website mal ein bisschen genauer angeschaut und vor allem ist mir hier eines aufgefallen und zwar Amazon. Amazon hat monatlich um die 500 Millionen User, 77% aus Germany. Ich spreche natürlich hier von Amazon.de. 6% aus Österreich, 2% aus der Schweiz. Genau mein Zielpublikum. Die meiste Traffic, respektive 21%, holt sich hier Amazon über Google. Das kann man auch ganz einfach anschauen. Das sind die Live-Screenshots, die ich gemacht habe beim Test. Damals war die Werbung auf der rechten Seite noch aktiv. Egal, was ich eingegeben habe, Wasserpistolen, Spielzeug oder Vibrator, immer kam Amazon bei Google. Und ich habe mich gefragt, gibt es denn eine Möglichkeit, wie ich Dienstleistungen oder sogar Affiliate-Links über Amazon bewerben kann? Und wenn ja, wie soll das funktionieren? Wir haben einige Wochen gebraucht und haben eine Möglichkeit herausgefunden. Mit dieser Möglichkeit haben wir in 3 Monaten 2459 Leads generiert. Wir hatten eine Top-Platzierung bei Amazon, bei Google, bei Bing in der Suchmaschine. 4 Aufträge, 191 Affiliate-Verkäufe, mehr Vertrauen und eine höhere Conversion, Verlinkungen auf über 600 Webseiten. Heute sind wir auf über 30.000 Webseiten. Monatliche Einnahmen von alleine 500 bis 6.000 Euro mit einem einmaligen Aufwand
von 36 Stunden und maximale einmalige Kosten von 500 Euro. Wobei das auch viel, viel günstiger geht, werden wir dann gleich sehen. Wie haben wir das umgesetzt? Wie ist sowas möglich? Kann ich euch sagen. Und zwar haben wir ein Kindle-Book gemacht. Das ist also ein E-Book, was ich bei Amazon hochladen kann. Der Vorteil von diesem E-Book bei Amazon ist, dass wir uns natürlich so auf der Plattform platzieren. Es ist extrem schnell erstellt. Ich brauche dazu nur ein Word-Dokument und ein Bild, das Coverbild, was man jetzt hier sieht mit Sales Funnel. Ich habe also tiefe Produktionskosten. Es ist überall griffbereit auf jedem Endgerät, sei das ein Desktop-PC, ein Smartphone, auf dem Kindle, überall ist es griffbereit. Ich kann Links platzieren. Dadurch, dass es digital ist, meine Damen und Herren, kann ich hier Affiliate-Links, Links zu meinen Dienstleistungen etc. kann ich integrieren. Die Links müssen geklickt werden, gerade für Affiliates. Eine wunderbare Möglichkeit. Ne, viele sehen ja, ach, das ist ein Affiliate-Link, der mache ich mal schnell die ID raus und gehe dann direkt auf die Plattform. Ist hier nicht möglich. Da wird auf den Affiliate-Link geklickt. Generiert Vertrauen. Boah, der Pascal, der ist Autor. Ich habe ein Buch gesehen auf Amazon. Also, und Amazon selber ist ja ein Portal, wo monatlich dafür gearbeitet wird, dass die Conversion, die Verkäufe, mehr Vertrauen etc. generiert wird. Das heißt, da wird täglich optimiert. Dann Platzierung in Suchmaschinen, ganz klar. Ich kann mich so platzieren bei Amazon. Dadurch bin ich überall gestreut. Ich habe automatisierte Einnahmen. Warum? Weil wenn ich überall publik bin mit diesem Kindle, tausende Menschen bei Amazon jeden Tag nach meiner Lösung suchen, habe ich automatisierte Einnahmen. Wie viel das ist, sehen wir dann gleich. Ich kann E-Mail-Adressen sammeln, wobei viele jetzt sagen werden, Pascal, das ist doch bei Kindle gar nicht möglich. Adressdaten werden von Amazon nicht an mich weitergeleitet als Verkäufer. Ist nicht so. Da gibt es eine Möglichkeit, da gibt es eine Strategie, wie ihr auch E-Mail-Adressen einsammeln könnt. Werden wir gleich sehen. Und es verkauft sich ohne Werbung. Eines der wichtigsten Merkmale werden wir gleich auch nochmal sehen, warum es so ein gigantischer Schlüssel ist, den wir hier haben. Viele denken sich wahrscheinlich jetzt, ja, ein E-Book, was soll das? Aber ihr werdet gleich sehen, was ist die Macht dieser Strategie? Wenn ich sowas machen möchte, brauche ich natürlich ein Thema, was ich liebe. Entweder ich besitze das Wissen, um ein Buch zu schreiben, oder ich besorge mir das Wissen, um ein Buch zu schreiben. Wenn ich also sage, ich möchte gerne, was weiß ich, Babypuder vermitteln als Affiliate, dann hole ich mir einen Experten. Ich mache Interviews. Was gibt's für Schadstoffe? Wer konzentriert sich auf biologisch abbaubares Babypuder oder was auch immer? Kenne mich jetzt in diesem Bereich nicht aus. Und dann teile ich doch dieses Wissen in einem E-Book. Das heißt, jeder kann diese Strategie umsetzen. Wichtig ist, dass es ein Thema ist, was du richtig gerne hast, wo du Erfahrung hast oder dir gerne auch Erfahrungen zueignest. Wenn ich das habe, ein Thema, dann ist die Schlüssel oder der Schlüssel die Keyword-Analyse. Ich muss also gucken, wie suchen die Menschen über Suchmaschinen wie Google nach diesem Thema. Denn nur so funktioniert das Ganze am Ende auch. Werden wir gleich sehen. Also Sales Funnel und Verkaufstrichter bedeutet beides dasselbe. Sales Funnel wird aber 12.100 Mal in Deutsch gesucht bei Google pro Monat und Verkaufstrichter nur 260 Mal. Ich muss doch genau wissen, wie suchen die Menschen nach meinem Thema. Und da muss eine ausführliche, hochqualitative Keyword-Analyse gemacht werden. Die kann auch ruhig mal einen Tag gehen. Aber dafür weiß ich, wie suchen Menschen nach dieser Lösung, nach diesem Problem, nach meinem Thema. Denn nur so werden wir am Schluss mit diesem Kindle auch überall publik sein. Genau das Zielpublikum haben. Und am Schluss die Traffic und die Umsätze. Es
geht gar nicht ohne Umsatz. Also es kann nichts schief gehen am Ende, wenn die Keyword-Analyse richtig gemacht wird. Wenn wir die Keyword-Analyse gemacht haben, machen wir aus diesen Top-Keywords einen Titel. Wir recherchieren, was wird im Zusammenhang dann noch gesucht. Da gibt es ja auch viele Tools. Mache mir dann die Kapitelübersicht, beginne mit dem Textschreiben in einem Word-Dokument. Dann packe ich natürlich auch Affiliate-Links rein. Ne, wenn ich über irgendein Tool schreibe, über Babypuder, was auch immer, habt ihr immer die Möglichkeit, auch Produkte zu empfehlen. Natürlich könnt ihr auch eigene Dienstleistungen, Coachings, Produkte einpacken. Dann Bildmaterial, ganz wichtig, nutzt natürlich Bildmaterial, wo ihr auch die Lizenzen dafür habt oder am besten noch macht eigenes Bildmaterial und am Ende lässt ihr den Text lektorieren. Ist jetzt bei mir als Full-Legastheniker noch relativ wichtig. Die jetzt beispielsweise sagen, nee, ich bin in der Rechtschreibung perfekt unterwegs, die müssen das nicht lektorieren lassen. Das war auch der größte Teil, wo die Kosten entstanden sind. Andere können da schon richtig Kosten einsparen, wenn sie da relativ gut sind in der deutschen Rechtschreibung. Dann brauche ich noch das Bookcover. Das heißt, das Bild, was ich dann als Buchbild zusätzlich brauche, damit das dann auch schön aussieht. Wir sehen jetzt hier ein Beispiel von den Büchern. Hier sehen wir Sales Funnel. Ich habe jetzt extra oder absichtlich ein relativ dunkles Design gewählt, damit es ein bisschen mehr heraussticht. Guckt mal in eurer Sparte, wie viele Bücher gibt es schon, wie sind die designt. Sind alles eher dunkle Covers, dann nutzt zum Beispiel Rot oder Weiß, damit sich das Ganze abhebt von der Masse. Also macht auch mal diese Analyse. Ich habe zum Beispiel bei Fiverr oder bei Upwork die Möglichkeit für $5 bis $25 ein wunderbares Bookcover zu machen. Ich habe euch am Schluss noch einen Leitfaden dazu. Da sind auch alle Links drin enthalten und die komplette Strategie. Also ganz wichtig hier auch nicht viel ausgeben. Lass das von einem Profi machen, versuch das nicht selber umzusetzen, sondern lass das umsetzen und dann habt ihr innerhalb von 24 Stunden ein Top-Cover. Wenn ich das Ganze habe, empfehle ich euch, das ganze Buch in eine perfekte Kindle-Formatierung umformatieren zu lassen. Von Reto Stuber gibt es ein wunderbares Angebot, da bezahlt man 99 Euro und ihr habt, egal wie viele Seiten euer Kindle hat, eine perfekte Formatierung, damit auf jedem Endgerät das Ganze auch korrekt angezeigt wird. Ihr könnt das auch in einem PDF dann hochladen oder in einem Word-Dokument, aber es wird bestimmt auch Komplikationen geben. Deshalb am einfachsten 99 Euro bezahlen. Das heißt, mit dem Bookcover sind wir jetzt bei ungefähr 110, 120 Euro, was so die Fixkosten sind, um so ein Buch zu platzieren bei Amazon. Mehr nicht, außer eben, ihr habt noch Lektoren, die ihr bezahlen müsstet fürs Lektorieren. Auch hier der Link, ein Shortlink, weil der Link ist mega lang, könnt ihr eingeben, kommt direkt auf dieses Formular und könnt euer Text in Kindle-Format umformatieren lassen. Eine wunderbare Möglichkeit, auch hier wieder Zeit und Ärger zu sparen. Wenn wir das haben, dann wären wir eigentlich ready. Jetzt ist es aber so, dass Amazon uns keine Käuferdaten gibt. Und gerade im Marketing ist es ja teils auch noch wichtig, dass ich an diese Käuferdaten komme. Dass ich weiß, wer hat denn mein Buch gekauft. Da haben wir nach einer Möglichkeit gesucht und wir haben eine Möglichkeit gefunden, die wirklich wunderbar funktioniert hat. Das heißt, wenn ihr verschiedene Kapitel habt, habt ihr bestimmt die Möglichkeit, irgendwelchen Mehrwert, sei das ein Video, wo ihr zeigt, wie ihr das umsetzt oder das Tool nutzt oder das Produkt nutzt oder irgendein Tipp zusätzlich oder eine Infografik. In unserem Beispiel haben wir eine Funnel-Grafik, also wir haben verschiedene Funnel-Grafiken im Buch gehabt. Im Buch sieht das alles sehr klein aus, haben dann immer einen Link gemacht zu einer Unterseite, die auf No-Index steht, also man kommt nur über den Link im Buch auf diesen Bonus und hat dann die Möglichkeit, das Bild groß anzuschauen, runterzuladen etc. Und überall unterhalb von den Grafiken oder dem, was ihr da platziert, habe ich Bonus für Buchleser hier unten. Wenn er da draufklickt, kann er sich eintragen für ein kleines Online-Coaching. Jetzt denkt ihr, ja, okay, was passiert denn da genau?
kann ich euch natürlich sagen, wir haben eine Opt-in-Rate von 83%. Das heißt also 83%, die das Bild angeschaut haben, haben sich auch eingetragen am Ende für das kostenlose Free-Coaching. Bedeutet, ich komme so natürlich an ganz viele Leads von meinen Buchkäufern. Und noch ganz wichtig ist natürlich, wenn ich da nochmal eins zurückgehe, auf dieser Landingpage könntet ihr natürlich auch ein Facebook-Pixel platzieren. So habt ihr die Möglichkeit, an alle Buchleser zusätzlich zukünftig auch Facebook-Werbung zu schalten, Remarketing einzusetzen. Also auch hier wieder eine tolle Strategie, um zusätzlich Leads zu generieren. Wenn wir dann alles haben, gehen wir auf kdp.amazon.com und können uns einen kostenlosen Autor-Account erstellen. Wenn wir in diesem Autor-Account sind, können wir ganz einfach neuen Titel erstellen klicken und die ganzen Buchdetails hochladen. Und hier kommt jetzt einer der wichtigsten Punkte bei der Umsetzung. Wenn ich das Buch hochlade, habe ich bei den ersten Schritten die Möglichkeit, einen Buchtitel und einen Untertitel hinzuzufügen. Hier ist es absolut wichtig, dass ihr natürlich eure Top-Keywords aus der Keyword-Analyse nutzt. Und noch wichtiger zu wissen ist, dass hier nur ein Titel und Untertitel akzeptiert wird, der identisch ist mit dem Buchcover. Das heißt also, ihr könnt nicht einfach irgendwie einen Titel nehmen beim Buchcover, dann irgendwann mal eine Keyword-Analyse machen, bevor ihr das hochlädt bei Amazon und dann sagen, ja, jetzt mache ich da mal einen absolut anderen Titel und Untertitel rein, als ich beim Bookcover habe. Das geht nicht, wird nicht akzeptiert. Deshalb absolut relevant, bevor ich mit dem Kindle beginne, mache ich eine Keyword-Analyse, damit ich weiß, welchen Titel und welchen Untertitel ich habe. Und nur dann hat es auch Erfolg, denn jetzt kann ich genau das wieder eintragen. Ich lese mal vor. Titel Sales Funnel Marketing, ne, das Fokus-Keyword. Untertitel Schritt-für-Schritt-Anleitung zur automatisierten Kundengewinnung und Umsatzsteigerung mit Sales Funnel Marketing. Also ich habe Kundengewinnung, Umsatzsteigerung und Sales Funnel Marketing da mit eingebracht. Und genau das muss natürlich auch auf dem Bookcover stehen. Ganz wichtig. Wenn ich das eingetragen habe, gibt noch viele Zwischenschritte. Wie gesagt, am Schluss habe ich euch einen Leitfaden, einfach dranbleiben. Die Preisstrategie. Ihr bekommt 70% Tantieme. Das heißt, pro Verkauf habt ihr 70%. Einfach so. Ihr habt kostenlosen Autoren-Account bei Amazon und bekommt dann noch 70%. Stellt euch mal vor, wie das sonst ist, wenn ihr Bücher verkauft, irgendeinen Verlag braucht, dann hat man eigentlich gar nichts mehr dran und ist einfach froh, dass das Buch überhaupt in den Regalen steht. Ihr habt hier 70%, aber nur dann, wenn der Preis zwischen 2,99 und 9,99 ist. Alles unter 2,99 oder über 9,99 habt ihr nur noch 35% Tantieme. Wählt also einen Preis zwischen 4 und 9,99. Es sollte nicht zu günstig sein, weil günstig ist nichts wert. Bei uns ist der Preis zum Beispiel jetzt bei $8,99. In Euro rechnet es das dann automatisch aus bei 7,91. Und jetzt so habe ich pro Verkauf 70% Tantieme. Wenn dann das Buch akzeptiert ist, und das ist wieder eine sensationelle Möglichkeit, wie ihr da so richtig für Reichweite sorgen könnt und auch für den späteren Erfolg. Wenn ihr das Buch aktiv habt, habt ihr die Möglichkeit, oben rechts im Menü auf Werbung schalten zu klicken. Jetzt keine Angst haben, dass da irgendwie $2,000 weggehen. Nein, ihr habt dann die Möglichkeit, eine kostenlose Werbeaktion zu starten. Bedeutet, dass ihr Buch für maximal 5 Tage kostenlos auf Amazon zur Verfügung steht. Jetzt sagt ihr aber Pascal, also da kostenlos, wie soll ich denn da was verdienen? Es geht hier darum, dass ihr schon mal ganz viele Menschen habt, die das Buch lesen.
ihr verdient ja über die Links im Buch, Affiliate-Provisionen oder Dienstleistungen, die gebucht werden, Produkte, die gekauft werden. Aber das Wichtigste ist doch, dass schon mal viele Menschen ihr Buch runterladen und eine positive also ein positives Feedback geben. Unter jedem Buch bei Amazon stehen die Feedbacks der Buchleser. Wenn es dann kostenpflichtig ist, irgendjemand auf euer Buch kommt und sieht, boah, der hat ja aber super geile Feedbacks, dann ist natürlich wichtig, dass ihr Feedbacks habt, damit die Conversion richtig durch die Decke geht, damit die Menschen das Ding auch kaufen, weil sie wissen, andere sagen, dass das Ding gut ist, also muss es gut sein. Bei der kostenlosen Aktion habe ich mich natürlich gefragt, wer kann davon profitieren? Und egal, zu welchem Thema ihr was schreibt, es gibt immer eine Masse, die davon profitieren kann. Ich habe zum Beispiel an ganz viele Fachhochschulen, Universitäten geschrieben. Ich habe mir also 3 Stunden Zeit genommen, bei Google einfach mal Marketing und Universität, Marketing und Fachhochschule eingegeben, denen eine E-Mail geschrieben, dass ich mit Amazon für die Studenten das Buch für 5 Tage kostenlos anbiete. Stimmt ja auch, ich habe mit Amazon geguckt, ich habe nämlich diesen Button geklickt, also da schummle ich ja auch nicht. Ich habe zahlreiche Feedbacks bekommen, Telefonatanrufe, das hätte noch nie ein Autor für die Studenten gemacht. Natürlich senden sie das an jeden Studenten oder stellen das auf den Online-Campus etc. Also auch das sorgt natürlich wieder dafür, dass ganz viele Menschen in diesen 5 Tagen euer Buch herunterladen und positives Feedback geben. Inhalt muss natürlich auch gut sein. Das sorgte dann dafür, dass wir mehrere Monate, 7 an der Anzahl, als Bestseller im Bereich E-Commerce, Online-Marketing und Betriebswirtschaft waren. Das wiederum sorgt dafür, dass ihr überall auf Top-Platzierung bei Amazon seid, in Kombination zu diesen Begriffen. Entweder suchen die Menschen in den Kategorien oder sie geben einen Begriff in der Suche ein bei Amazon und überall seid ihr an erster Stelle. Nicht nur bei Amazon, sei das bei Google, sei das bei Bing, sei das auf verschiedensten Affiliate-Seiten. Überall waren wir präsent, denn Amazon hat ja ein eigenes Partnerprogramm. Bedeutet, es gibt ganz, ganz viele Webmaster-Webseiten, wo dann eure Bücher platziert werden. Heute sind es über 30.000 Seiten, wo unser Buch platziert ist. Und natürlich auch ein ganz schöner Effekt ist, dass auch heute noch, wir haben die Strategie 2015 umgesetzt, mittlerweile mehrere Bücher, auch heute ist es noch so, dass das Buch Sales Funnel Marketing bei verschiedensten Suchanfragen bei Google sogar über Google AdWords Anzeigen von Amazon beworben wird. Denn Amazon sucht ja ebenfalls Traffic-Möglichkeiten im Pay-per-Click-Bereich oder mit verschiedenen Ad-Netzwerken, wo sich Amazon von verschiedensten Portalen ebenfalls Traffic auf Amazon holt. Und da macht natürlich Amazon aggressiv auch Werbung. Bedeutet, wenn ihr in einer Kategorie gut seid, dann macht Amazon für euch kostenpflichtige Werbung. Das bedeutet, nochmal mehr Menschen kommen auf Amazon, sehen sich das Buch an, sehen die geilen Feedbacks, holen sich das Buch, da habt ihr schon mal einen Verdienst und am Ende habt ihr hier viel, viel Umsatz, den ihr generiert und Traffic auf der Seite. Das heißt, der Aufwand ist also sehr gering. 36 Stunden hatten wir für ein Buch, was hier wirklich sehr, sehr ausführlich war, mit über 100 Word-Seiten. Cover-Erstellung, Upload, Website-Erstellung, Kosten 500 Euro Maximum. Das teuerste war, wie gesagt, das Lektorieren. Ansonsten habt ihr eigentlich Fixkosten, die Kindle-Formatierung für 99 Euro und natürlich die Cover-Erstellung, die ihr im schlimmsten Falle auch noch selber machen könnt. Und somit seid ihr bei ungefähr 100 Euro Investition. Aber was hat es gebracht? Kostenlos Traffic über Google, Amazon, Bing, automatisierte Verkäufe vom Kindlebook, automatisierte Affiliate-Provision, denn die Menschen haben das Ding gelesen, gesagt, oh, das und das und das brauche ich, ist ganz wichtig. Automatisierte Leads, denn die haben auf den Link geklickt, sich das Bild angeguckt, gesagt, okay, geil, da gibt es noch irgendwas kostenlos, hole ich mir, haben sich eingetragen.
kostenlose Werbung bei AdWords und natürlich noch Affiliate-Seiten, die ihr Kindle platziert haben und noch ganz viele andere Vorteile. Ein kleiner Tipp noch, bei jedem Kindle-Book gibt es einen Blick ins Buch. Da sieht man so die ersten Seiten, die man sich anschauen kann und dort ist natürlich relevant, dass ihr ebenfalls schon einen Link platziert. Ihr seht hier ein Beispiel von einem Desktop. Ihr seht auch, wie klein jetzt hier dieses Bild ist. Und dann der Link zum Bild online. Und ich habe also so von vielen Menschen, die sich das Buch noch gar nicht gekauft haben, sondern nur angeschaut haben, habe ich Klicks und Eintragungen auf meiner Seite. Das heißt also, ihr generiert Traffic auch von Menschen, die sich das Buch noch gar nicht gekauft haben. Also auch das ein wichtiger Tipp, bereits in der Buchvorschau auf den ersten Seiten platziert hier einen klaren Call to Action. Wenn ihr jetzt das Buch habt, dann habt ihr verschiedene Kapitel geschrieben und dann empfehle ich euch ein, zwei Videos zu machen. Und zwar Videos, die kurz sind und Mehrwert enthalten zu einem einzelnen Kapitel in eurem Buch. Mit einem ganz klaren Call to Action am Ende, dass sie sich im Buch die ganzen weiteren Strategien oder den zusätzlichen Inhalt holen können. Mit einem Link unterhalb vom Video, wo direkt auf euer Kindle Book führt bei Amazon. Wenn ihr in Kürze wissen möchtet, was ist denn wichtig und relevant bei einem YouTube-Video, Keyword-spezifischer Content. Das heißt auch hier wieder, ihr habt eine Keyword-Analyse gemacht, ihr wisst, was ihr für Kapitel habt, wie nach diesen Inhalten gesucht wird, also auch hier eine Keyword-Analyse machen. Keine langen, sondern kurze Videos, ganz ein wichtiger Punkt, also nicht das ganze Buch erklären, sondern pickt euch ein einzelnes Kapitel raus, Mehrwert zu diesem Kapitel und sagen, hier bekommt ihr das komplette Buch. Handlungsaufforderung mit 10 bis 15 Sekunden Zeit am Ende, ganz ein wichtiger Punkt. Viele machen Videos, haben sogar am Ende eine Handlungsaufforderung. Ne, zum Beispiel, wenn ihr mehr wissen möchtet zu diesem Produkt, klickt unterhalb auf den Link, zack, Video ist fertig und das nächste Video kommt und der User ist schon wieder abgelenkt. Ne? Gebt nach der Handlungsaufforderung 10 bis 15 Sekunden Zeit, dieser Handlungsaufforderung nachzukommen. Ihr könnt ja beispielsweise sagen, die kompletten Inhalte bekommt ihr in meinem druckfrischen oder sofort herunterladbaren Kindle-Book bei Amazon. Den Link dazu finden Sie unterhalb in der Videobeschreibung. Einfach hier unterhalb vom Video auf den Link klicken und ihr kommt sofort auf die Webseite von Amazon, wo ihr das runterladen könnt. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Buch oder zu diesem Thema, stehe ich euch sehr gerne zur Verfügung. Ihr habt die Möglichkeit, uns über unsere Webseite zu kontaktieren und in der normalerweise antworten wir innerhalb von 24 Stunden. Also ich habe jetzt nach dem Call to Action noch ein bisschen weitergemacht und 10 bis 15 Sekunden Zeit gegeben, diese Handlungsaufforderung nachzukommen. Egal, was ihr nach diesem Call to Action sagt, die Kontaktmöglichkeit ist eine wunderbare Möglichkeit, generiert auch nochmal Vertrauen, aha, die sind für einen da und so weiter und so fort. Also auch hier darauf achten, dass ich hier eine gute Zeit gebe. Keyword im Videotitel und Beschreibung, ganz wichtig natürlich, damit das auch aufgefunden wird. Thumbnail ebenfalls einer der wichtigsten Punkte. Thumbnail, das ist das Beispielbild. Wir sehen auf der rechten Seite, was ist ein Link? Ihr könnt auch gerne mal bei YouTube eingeben, was ist ein Link? Und seht jetzt sofort in diesem Beispielbild nochmal reflektiert dieses wichtige Keyword. Unten Keyword-spezifische Reflexion und oben Emotion in Form von einem Bild. Wenn es um eine Kaffeemaschine geht, dann sehe ich natürlich dort eine Kaffeemaschine und nicht mein Gesicht. Das bin übrigens ich mit einer Perücke. Wenn es so um ein paar unseriöse Sachen geht, dann verwandle ich mich vom Pascal zum Hannes. Also ganz wichtig, widerspiegelt das im Thumbnail, dann habt ihr sofort Erfolg. Erzeuge Mehrwert in deinen Videos, ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Also jetzt nicht nur verkaufen, 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 sondern bringt Mehrwert aus einem Kapitel eures Buches und sagt dann hier, bekommt ihr nochmals den Rest.
Dann haben wir auch ganz viele Angst, Videos zu machen. Ihr könnt ja auch eine Desktop-Aufnahme machen, so wie wir jetzt hier gerade auf den Bildschirm schauen. Oder ihr geht vor die Kamera, was natürlich nochmal besser ist, nochmal mehr Vertrauen generiert. Und habt da keine Angst, wenn ihr ein Versprecher habt oder so. Oder etwas umfällt im Video. Nicht rausschneiden, das ist umso authentischer. Und ich vergleiche das auch gerne mal mit der Pornoindustrie. Früher Hochglanzpornos. Ganzen Shops waren voll mit Videos und die Menschen haben sich dort die Videos gekauft. Heute ist es der Amateurbereich, der im Internet boomt. Die ganzen Hochglanzpornos, Umsatzzahlen sind ja in den Keller, ist ja unglaublich. Also ich bin jetzt hier nicht ein Spezialist, nicht falsch verstehen, aber einfach als schönes Beispiel. Auch die ganzen Image-Videos von Unternehmen haben heute gar keinen Mehrwert mehr. Wenn der Chef vor die Kamera steht, die Kaffeemaschine erklärt, die Vorteile dieser Kaffeemaschine, das ist das, was die Menschen sehen wollen. Also macht euch keinen Kopf, versucht es einfach mal vor die Kamera stehen. Da reicht heute ein einfaches Handy, Smartphone, hat heute eine gute Auflösung, gute Tonqualität, alles kein Problem. Wenn wir das jetzt haben, wir haben das Kindlebook hochgeladen und wir haben ein YouTube-Video. Passt mal auf, was da passiert. Also, wir haben das Buch hochgeladen, ist jetzt auf Amazon. Dann haben wir ein Video gemacht. Das heißt, wir haben aktuell Traffic über Google, über Affiliate-Webseiten, über Amazon, über YouTube und über Bing und natürlich noch viel andere auf unser Buch. Über dieses Buch habe ich 70% Tantieme. Das heißt, 70% vom Verkaufspreis bekomme ich direkt auf die Bank ausbezahlt oder per Scheck. Dann generiere ich Verkäufe über das Buch, sei das Affiliate-Verkäufe oder beispielsweise auch Dienstleistungen oder Produkte, die ich selber anbiete. Zusätzlich hole ich die Menschen auf meine Webseite und über irgendeinen Bonus sorge ich dafür, dass ich Leads generiere. Diese Leads kann ich nutzen, um zusätzliche Verkäufe zu generieren. Wenn ich Tracking-Pixel nutze von Google AdWords, von Facebook, habe ich ebenfalls die Möglichkeit, über Facebook und AdWords-System diese Menschen anzugehen, die mein Buch gelesen haben und ebenfalls nochmals Verkäufe zu generieren. Ich glaube, ihr versteht jetzt, was das für eine einzigartige Umsatzmaschine ist. Ist nicht einfach mal so, ach, ein Kindle, was soll das denn jetzt? Sondern das ist eine bombastische Umsatzmaschine, die jeder umsetzen kann. Gehen wir nochmal zu diesem Screen. Die wichtigsten Webseiten hier mit den meisten Traffic. Wenn wir nur ein Kindle und ein YouTube-Video haben, sind wir aktuell auf google.de, youtube.com, google.com und Amazon. Das heißt, wir sind auf 4 der 5 größten Webseiten, die am meisten Traffic aufweisen, platziert. Wenn ihr eine gute Keyword-Analyse gemacht habt, dann kann nichts anderes geschehen, als dass ihr Umsätze wie Heu generiert. Das Schöne ist ja, es ist noch Keyword-spezifisches Suchverhalten vorhanden. Wenn bei Google jemand einen Begriff eingibt, den ihr im Titel eures Kindlebooks habt und der ist relevant, dann kommen die ja sofort, wenn sie eine Lösung suchen, auf euer Kindlebook. Bei Facebook, wenn ich Werbung schalte, weiß ich ja nicht, ist der jetzt in diesem Moment an meiner Lösung interessiert. Ich muss ja eher das Bedürfnis wecken bei Facebook. Jetzt sind wir auf den stärksten Portalen mit Keyword-spezifischem Suchverhalten. Ich hoffe, ihr versteht diese Macht, die dieses Instrument besitzt. Das mal zum Thema kostenlos, einfache Strategie. Wir beobachten natürlich Amazon schon seit längerem. Wir haben gesehen, dass sich Google hier einen großen Kuchen abschneiden will, weil Google sieht ja, wie viel Umsatz hier Amazon jeden Tag macht und jeden Monat. Millionen. Google hat ja mit Google Express in den USA gestartet, vor ein paar Jahren.
was sich ähnlich aufbaut wie natürlich Amazon. Und wenn wir ein bisschen gucken, wie sich da Google Express tut in den letzten Monaten, sehen wir, dass die durchaus schon 29,54 Millionen Besucher haben auf der Seite, nur aus den USA. Und wenn wir so die aktuellen Berichte, die jetzt gerade kursieren, ein bisschen analysieren, Google verkündet den Start von Shopping Actions. Nun können Kunden mit nur einem Google-Login Produkte mehrerer Händler direkt in den Warenkorb legen. Oder die Produkte werden dann sowohl bei der Suche mit Google Sprachassistent in der Google Express App auf der Google Express Website als auch in der Google Shopping und Suchergebnisse präsentiert. Ebenso konnte eine Erhöhung der durchschnittlichen Warenkorbs um 30% beobachtet werden. Und jetzt kommt noch was ganz Krasses. In jeder Sekunde wird ein Google Home verkauft. Über 6,5 Millionen Google Home Geräte in den letzten 2,5 Monaten. Das sind diese, das ist wie Alexa, ne? Wo ich Sachen fragen kann. Also das Ganze sprachgesteuert. Die Zukunft ist sprachgesteuert. Wenn ich hier reinkomme, in dieses System bin ich automatisch beim Google-Assistenten, bei Google Express, bei Sponsored Shopping Ads überall vertreten. Wir sind aktuell gerade dabei, das Ganze auseinanderzunehmen und Strategien zu entwickeln, dass wir auch dort platziert sind. Und wir werden genau diese Strategien, ich denke mal so Oktober, November, in unseren Leitfaden zu dieser Amazon-Strategie integrieren. Das heißt, alle, die diesen Leitfaden haben, werden dann zusätzlich ein Update erhalten, wie man sich in dieses System reinhackt und natürlich das auch völlig legal. Ich habe euch hier, ihr bekommt dann natürlich auch die Präsentation zum Runterladen, habe ich euch hier noch einen Link hinzugefügt. Natürlich gibt es auch andere Schlüsselplattformen, wie zum Beispiel SlideShare, wo ich eine PowerPoint-Präsentation hochladen kann, gut mit Keywords betiteln und auch da komme ich natürlich irgendwann mal gute Platzierungen bei Google selber. Schaut euch mal das Zeug an, aber keines hat hier die Strategie von Amazon gehackt oder übertroffen. Kommen wir zum zweiten Thema, so zwischen kann jeder, ist einfach und scheiß teuer, aber bringt viel. Und das ist Google AdWords. Ne, die meisten kennen Google AdWords. Was ich natürlich immer höre, auch von Kunden in Coachings etc., AdWords ist teuer. Ne, da kann man das Geld so richtig zum Fenster rausschmeißen. Ist das wirklich so? Vielleicht ganz kurz für die, die noch nicht wissen, wie AdWords funktioniert. Ich mache eine Kampagne mit einem Kampagnentext und dazu füge ich Keywords hinzu. Ne, zum Beispiel habe ich eine Kampagne 1 erstellt mit den Keywords Traffic kaufen und noch weiteren Keywords. Gibt also jemand bei Google das Keyword Traffic kaufen oben ein, erscheint dann meine Anzeige. Klickt jemand auf die Anzeige und kommt auf meine Landingpage, bezahle ich an Google einen sogenannten Cost per Click, einen Klickpreis. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dadurch, dass die Werbung ja online ist mit Google und ich auch Google Analytics habe, habe ich die Möglichkeit, jeden einzelnen Schritt zu tracken. Das heißt also, mit Google Analytics kann ich die Zielseite definieren und erfasse die Zielseite in Google Analytics. Kann auch einen Wert hinzufügen, zum Beispiel, okay, wenn das Produkt gekauft wurde, sind 500 Euro Umsatz da oder 500 Euro Reingewinn da. Das heißt also, ich kann das mal in Google Analytics erfassen. Bedeutet, ich sehe dann ganz genau, wenn ich jetzt beispielsweise 3 Kampagnen mache zum Testen, Mindestbudget empfehle ich 1 Euro pro Tag, das heißt also 30 Euro, ab 30 Euro kann ich super Werbung machen über Google AdWords. Ich glaube, 30 Euro hat heute jeder übrig. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben bei jeder Kampagne 100 Euro ausgegeben. Dann habe ich mit Kampagne 1 100 Klicks auf meine Landingpage. 50 haben das Opt-in gemacht. 25 davon haben sich danach das Produkt angeschaut, was ich per E-Mail zum Beispiel im Follow-ups präsentiert habe und 10 davon haben gekauft, Umsatz 1000 Euro. Kampagne 2 hat 50 Klicks generiert, also 50, die auf die Landingpage gekommen sind, 40 davon haben ein Opt-in gemacht, 30 haben sich das Produkt angeschaut und 20 davon haben gekauft, sind 2000 Euro. Und Kampagne 3
hat gerade mal 10 Klicks generiert und am Ende 0 Umsatz. Das kann ich alles analysieren. Ich weiß also, ich habe 100 Euro eingesetzt und habe 1000 Euro rausgebracht. Das ist wie im Aktienhandel. Ihr habt eure eigenen Aktien. Ihr wisst genau, ich setze hier 100 Euro ein und hole mir 1000 Euro raus oder 100 Euro und 2000 raus. Das könnt ihr dann bei Google Analytics unter Kampagnen analysieren. Ein kleines Beispiel von einem Kunden, wo wir die AdWords-Kampagnen machen. Einsatz 21.798 Euro, Einnahmen 503.782 Euro. Also aus 21.000 Euro hat man eine 500.000 Umsatz gemacht. Es geht aber noch weiter. Ihr könnt bei Google Analytics nicht nur die Kampagnen analysieren, sondern auch die Keywords in diesen Kampagnen. Das heißt also, ihr seht genau, welche Keywords in diesen Kampagnen haben für Umsatz gesorgt. Und die einfachste Strategie ist, dass ihr alle Keywords aus diesen Kampagnen nehmt, die für Umsatz gesorgt haben, und eine zusätzliche Kampagne erstellt bei Google AdWords nur mit den Keywords, die für Umsatz sorgen. Das heißt also, ihr habt so die Möglichkeit, dann das Budget von 100 Euro pro Kampagne runter auf 1 Euro pro Tag zu setzen und dafür das komplette Restgeld, was ihr jetzt zur Verfügung habt. Wenn ich jetzt bei Kampagne 1 und 2 nur 1 Euro habe, dann bleiben wir ja noch 2 mal 99 Euro. Die setze ich für Kampagne 4 ein, weil ich dort genau weiß, dass jeder Cent, den ich investiere, rentabel investiert wird. Wenn ihr diese Keywords mal analysiert, findet ihr auch so richtige Perlen. Ein Beispiel: Envio de Dinero a Colombia. 9 Klicks, hat mich gekostet 45 Cent, pro Klick 5 Cent und Umsatz auf der rechten Seite 660 Euro. Das heißt also, aus 45 Cent 660 Euro gemacht. Eine Position darunter, Envio de Dinero a Cuba, also fast dasselbe. 51 Klicks, hat mich 57 Euro gekostet. Der Klickpreis bei 1,12 Euro habe ich nur einen Umsatz von 149 Euro erwirtschaftet. Das muss analysiert werden. Ihr müsst die Möglichkeit besitzen, genau zu wissen, was passiert mit meinen Ausgaben, damit ihr das auch richtig optimieren könnt. Im Leitfaden habt ihr ebenfalls dann einen Link, wo ihr einen kompletten AdWords-Workshop für 27 Euro erwerben könnt. Dieser Workshop geht über 4 Stunden und zeigt im Detail, wie ihr professionelle AdWords-Kampagnen macht. Und ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben ziemlich viele Kampagnen geschaltet und ihr werdet das dann gleich noch sehen. Auch YouTube-Anzeigen kann ich machen. Das heißt, auch wieder hier Keyword-spezifisch. Jemand gibt oben irgendwas in der Suche ein und zack, kommt mein Video. Jetzt sagen sich auch hier vielleicht viele, ach Pascal, Videowerbung, das ist doch so teuer wie TV-Werbung. Wie soll man denn sowas überhaupt bezahlen? Ist nicht so teuer. Hier ein aktuelles Beispiel von Concert VR. Sind die Testkampagnen ganz frisch. Hier seht ihr, bei der Textsuche bezahlen wir 10 Cent pro Klick. Bei den Videokampagnen durchschnittlich 1 Cent pro Person, die sich das Video anschaut. Das heißt, für 1 Euro Einsatz habt ihr 100 Menschen, die genau nach ihrer Lösung suchen und sich das Video anschauen. Ich wiederhole nochmal. Für 1 Euro habt ihr 100 Menschen, die sich ihr Video anschauen. Genau zu dem Zeitpunkt, wo sich die Menschen für ihre Lösung interessieren. Oder wir haben natürlich noch die Display-Netzwerke, auch hier zwischen 4 und 10 Cent pro Klick. Also AdWords, ob das wirklich teuer ist, hängt davon ab, wie ich das Ganze optimieren kann. Wenn ich das Wissen besitze, wie ich das optimiere,
dann kann es nicht teuer sein. Dann macht ihr garantierten Umsatz, weil ihr investiert nur in diese Dinge, die auch 100% funktionieren. Und ihr könnt das real-time nachverfolgen. Das zum Thema Google AdWords. Kommen wir zum dritten Part. Scheiß teuer, aber bringt viel. Das Ganze ist unter dem Thema Spy-Traffic. Wir haben uns seit 4-5 Jahren jetzt bereits schon auf Spy-Traffic für größere Kunden fokussiert, weil das ein hochinteressanter Bereich ist. Das heißt also, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe alle möglichen Traffic-Strategien gemacht, ich möchte oder könnte noch mehr Geld ausgeben für die Werbung, dann wäre das der richtige Ansatz. Vielleicht kennen Sie Tools wie SimilarWeb. Ne, mit SimilarWeb kann ich gucken, auch völlig kostenlos, wie viel Traffic hat denn die Konkurrenz. Ich sehe aber nicht nur, wie viel Traffic die Konkurrenz hat, ich kann auch feststellen, wenn ich hier ein größeres Abonnement von SimilarWeb habe, das geht bis 42.000 Dollar pro Jahr, sehe ich natürlich auch, über welche Domains holt sich denn beispielsweise Western Union die Traffic. Ich sehe aber nicht nur, über welche Domains Western Union Traffic holt, ich sehe beispielsweise auch, welche Keywords Western Union nutzt. Ich sehe auch, welche Keywords Western Union für Paid Traffic nutzt. Das heißt, wo, mit welchen Keywords gibt denn Western Union Geld aus? Ihr habt bei SimilarWeb, bei einem normalen Account, der euch heute 4.000 Dollar kostet, 50 Resultate. 50 Resultate sind ja nicht unbedingt geil. Ich habe dann angefragt und gesagt, was kostet es mich denn, wenn ich alle 75.000 Keywords, Ad-Netzwerke, alles von Western Union bekomme? Gleichzeitig wollten wir hier noch den Start in Russland machen. Ich wollte also alle Informationen, Keywords, die Western Union für Russland nutzt. Das ist nämlich nichts anderes, als dass ich das ganze Marketing-Know-how einkaufe, was in den letzten Jahren Western Union aufgebaut hat. Ich habe dann einen super Preis bekommen, das ist heute natürlich gar nicht mehr möglich, für 3.700 Dollar. Das heißt also, ich habe 8 Jahre Marketing-Erfahrung von über 800 Mitarbeitern für 3.700 Dollar eingekauft. Wir konnten AdWords-Umsatz von 120.000 auf 1,5 Millionen im Monat erhöhen. Es war sogar ein bisschen mehr. Auch wenn wir hier mal jetzt schauen, wir haben mit diesen Keywords haben wir über 2630 AdWords-Kampagnen erstellt. Ich kann euch sagen, das ist richtig Aufwand, das sauber aufzugleisen in verschiedenen Sprachen. 2630 AdWords-Kampagnen dank dieser Investition von knapp 4000 Dollar. Zusätzlich natürlich noch ganz viele Ad-Netzwerke, die wir nutzen konnten und etc. Es gibt natürlich auch viele Affiliates, die sagen, ich kann zum Beispiel AdWords nicht nutzen als Affiliate, oder es gibt natürlich auch Bereiche, die für AdWords nicht funktionieren, wenn ich Waffen verkaufen möchte oder im pornografischen Bereich tätig bin, kann ich ja keine AdWords-Kampagnen schalten, oder auch im Geldverdienbereich ist es manchmal schwierig. Gibt's ja auch. Viele, die mir sagen, Pascal, ich kann AdWords nicht nutzen, da gibt's natürlich auch geile Tools. Nehmen wir mal an, Digistore, ich kenne das, denke mal, das kennen die meisten, gerade für Affiliates, wenn ihr für ein Produkt Werbung macht, ne, beispielsweise für das Online-Hundetraining, dann hat ja dieser Affiliate-Partner-Programm-Besitzer eine Webseite, nämlich dort, wo das Online-Hundetraining drauf ist. Und dann guckt doch einfach mal beispielsweise mit SEMrush, das ist ein anderes Tool, wenn ich jetzt zum Beispiel mal online-hundetraining.de eingebe, also für den ich Werbung mache, kann ich ganz genau analysieren, wie viele Tage war welche Textwerbung von denen online. Ich habe das jetzt hier von oben nach unten selektiert. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass 485 Tage lang, das ist über ein Jahr, war die Textanzeige 7 Schritte Hundeerziehung als Headline. Optimale Hundeerziehung mit diesen 7 einfachen Schritten war der absolute
Gewinner wahrscheinlich. Sonst hätten die ja diese Werbung nicht so lange geschaltet. Die optimieren ja auch jeden Monat. Das heißt also, auch wenn ich jetzt keine Marketing-Erfahrung besitze, kann ich ja so direkt erkennen, welches sind die besten Headlines und Subheadlines, ohne dass ich marketingtechnisch was kann. Ich kann natürlich auch die Bannermittel erkennen oder analysieren. Welche Banner wurden wie lange mit welcher Bildsprache publiziert? Ich sehe zum Beispiel auch, wo wurden diese Banner geschaltet, auf welchen Plattformen. Das ganze Wissen kann ich mir hier einholen. Ich sehe zum Beispiel auch, was ist die Publisher-List? Also in welchen Orten wurde zusätzlich. Ich habe hier eine Liste von 921 Orten, an dem Werbung gemacht wurde. Auch hier wieder über 464 Tage. Ich muss ja nichts anderes machen als Affiliate, als auch dorthin gehen und Werbung schalten. Also einfacher geht's doch gar nicht. Das heißt, du kannst teure Kurse kaufen, lernen, wie man Werbung schaltet, wochenlang optimieren, Budget einsetzen, testen und so weiter. Oder du kaufst dir SEMrush für $90 und hast nach 30 Minuten genau das Wissen, womit und mit welchen Keywords, mit welchen Werbemitteln Umsatz erzielt werden kann. Den Link werde ich ebenfalls unterhalb vom Video verlinken. Natürlich, das hört sich jetzt alles extrem einfach an. Ich musste mir dieses Wissen natürlich in den letzten 17 Jahren alles aufbauen. Und klar gab es Zeiten, wo ich richtig down war. Klar gab es Zeiten, wo Sachen nicht funktioniert haben. Ich bin aber auch immer wieder aufgestanden. Alleine die 2600 AdWords-Kampagnen, das ging über ein Jahr. Die ganzen Optimierungen alles, das ist nicht von heute auf morgen. Aber wenn die Dinger rattern, dann rattert auch der Umsatz, kann ich euch sagen. Also bleibt auch hier wirklich am Ball. Ich habe ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe mit Affiliate Marketing gestartet. Ich habe damals 2003 Chumba-Spiele vermittelt. Müsst ihr euch mal vorstellen, das gibt es heute gar nicht mehr. Diese WAP-Angebote. Damals hatte man schon Angst, wenn man überhaupt ins Internet ging, dass da die Kosten explodieren. Das war ja nicht so wie heute. Und wenn ich das so ein bisschen vergleiche, früher gab es keine coolen Website-Editoren. Es gab keine Lösung für E-Mail-Marketing, die richtig gut war. Es gab kein Digistore und was auch alles andere, was es damals nicht gab. Wenn ich also dir jetzt heute, egal ob als Affiliate oder als Unternehmer, eine dieser drei Strategien an die Hand legen möchte, dann ist es auf jeden Fall die Kindle-Strategie. Denn du könntest jetzt hier auch, gerade wenn du als Affiliate unterwegs bist, du könntest hier auch sagen, fuck auf DSGVO, Domainkauf, Website erstellen, Editoren, Newsletter aufbauen, Tool. Das braucht ja alles so massiv viel Zeit und Nerven. Die Kindle-Strategie funktioniert auch ohne Webseite. Dann sammelst du halt einfach keine Leads, aber du hast die 70% Tantieme der Buchverkäufe, du hast die Klicks auf deinen Affiliate-Links, du kannst auch ein Online-Formular machen mit Google Drive und direkt verlinken aufs Formular und Dienstleistungen so anbieten. Du brauchst ja nicht mal eine Webseite. Und ein Buch schreiben kann jeder, 10, 15 Word-Seiten mit ein paar Bilder. Das ist ja schnell gemacht, wenn der Inhalt muss natürlich auch wirklich gut sein. Mit einer qualitativen Keyword-Analyse ist der Erfolg garantiert. Geht gar nicht anders. Ihr habt automatisch ein eigenes Partnerprogramm und Affiliates. Ihr habt selber gesehen, wir hatten in 3 Monaten über 600 Seiten, die für uns Werbung gemacht haben. Heute sind es über 30.000 Seiten, weil Amazon schon automatisch ein Affiliate-System hat. Und ihr habt keine Kosten für Werbebudget. Das ist ein Punkt, der immer wieder unterschätzt wird. Du hast jetzt die tollste Webseite nach monatelanger Arbeit gemacht. Du hast sie SEO optimiert, was auch alles. Und irgendwann mal kommst du an den Punkt, wo du sagst, du brauchst mehr Traffic. Und damit mehr Traffic kommt, muss man auch Werbebudget ausgeben. Das brauchst du bei dieser Strategie nicht. Es wird für dich Werbung geschaltet. Du bist auf den 4 der 5 wichtigsten Seiten platziert.
Ich habe ja ganz viele Events gemacht. 2016 habe ich diese Kindle-Strategie das erste Mal vorgeführt bei über 400 Unternehmer in Zürich beim Internet-Briefing. Die sind durchgedreht. Und jetzt hatte ich 2018 im Mai bei den Affili Days nochmal die Präsentation. Ich wurde überrannt. Ich hatte ja kein Informationsprodukt, kein Leitfaden, gar nichts. Ich wollte einfach Mehrwert bieten, den Zuschauern sagen, hey, da gibt's Möglichkeiten, wie ihr kostenlos an massenhaft Traffic kommt. Ich habe jetzt seit dem Event bei den Affili Days in Köln in diesen 4 Wochen eine Schritt-für-Schritt-PDF-Anleitung gemacht. Die hat 35 Seiten. Kein Zusatzquatsch, damit ihr 200 Seiten lesen müsst, sondern eine glasklare Strategie, wie ihr da vorwärts gehen müsst. Weil die Keyword-Analyse ein ganz wichtiger Punkt ist, habe ich hierzu noch ein Video gemacht. Ebenfalls verlinkt in diesen 35 Seiten. Ich habe ein Video gemacht zum Amazon Upload. Ich habe ein Video publiziert, das sind 4 Stunden. Und zwar ist das ein YouTube-Workshop, den wir online gegeben haben. Ich komme ja eigentlich aus dem SEO und vor allem fokussiert auf YouTube-Bereich. Da habe ich euch zusätzlich, weil es ja wichtig ist, dass ihr auch auf YouTube eine Top-Platzierung mit euren Videos habt, damit ihr nicht nur von Amazon, von Google etc., sondern eben auch von YouTube nochmals kostenlosen Traffic generiert, habe ich für alle, die diesen PDF-Leitfaden besitzen, darin nochmals den kompletten YouTube-Workshop verlinkt. Ich habe eine Gruppe aufgebaut bei Facebook, jetzt gerade frisch. Wenn ihr ein Kindle-Book publiziert, dann schreibt auch in die Gruppe, wenn ihr die kostenlose Aktion habt, damit alle Gruppenteilnehmer das Buch runterladen können, tolle Feedbacks schreiben können. Das ist sehr wichtig, damit es auch nochmal ein richtiger Boost gibt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, können wir auch so euch tolles Feedback geben. Sei das Bildmaterial etc., lektorieren, dass wir euch da auch unterstützen können. Inklusive Updates, Siri, Alexa, Google Home und es wird auch noch ein Webinar geben im September, das wird Mitte September sein, wo wir nochmal ein ganz neues Kindle Book hochladen. Und die Zukunft ist ja sprachgesteuert, habt ihr ja auch während dieser Präsentation gesehen. Wir werden alles diese Sachen in einem großen Update hinzufügen bei dieser PDF-Anleitung. Und zwar, wie ihr in alle sprachgesteuerten Dinge reinkommt. Wir testen das aktuell. Wir haben es noch nicht überall geschafft, aber wir werden alles hinzufügen in dieser PDF-Anleitung. Und ich kann euch sagen, Sprachsteuerung ist die Zukunft. Wenn man sich da platziert, hat man auch hier wieder mega Traffic und Umsätze. Kostenlos, Monat für Monat. Ich mache das wirklich ganz speziell jetzt für kurze Zeit, wo wir auch an alle Kunden die E-Mails versenden, dass man diesen Leitfaden aktuell für 97 Euro erhält statt 197 Euro. Auch 197 Euro ist natürlich extrem günstig, wenn man sich überlegt, weil man muss sich ja fragen, was ist denn der Wert? Und wenn ich den Wert ermitteln möchte, muss man sich ja eigentlich fragen, was brauchst du an Zeit und Geld? Für Website-Aufbau, Suchmaschinenoptimierung, Kampagnenerstellung, eigenes Partnerprogramm, alleine der Bereich Trust, wenn du bei Amazon bist, hast du automatisch Trust, du bist Autor, Support etc. Was kostet dich das alles an Zeit und Geld? Und dann sind sicherlich 197 Euro oder 97 Euro nichts im Gegenzug, was man hier umsetzen kann. Und erwarten kann. Ich möchte also mit diesen 3 Strategien, entweder Kindle, was wirklich die absolute Favoritenstrategie ist, weil ich so mit minimalstem Aufwand das Maximalste erreichen kann, oder mit der Strategie Nummer 2 Google AdWords, Paid Traffic, oder mit der Strategie Spy Traffic. Wenn es um Spy Traffic geht, macht mir hier vielleicht auch kurz eine Kontaktanfrage, dann kann ich euch weiterhelfen, wie man viel günstiger an die Resultate kommt. Mit diesen 3 Strategien hoffe ich, dass für jeden Teilnehmer, der jetzt dieses Video geschaut hat oder hier an dieser Session dabei war, etwas Nützliches dabei war. Was ich euch fokussiert empfehlen kann, ist diese Kindle-Strategie. Und wie gesagt,
Es gibt ein zusätzliches, die zusätzliche Möglichkeit von Support über unsere Gruppe. Das heißt, du bist nicht alleine, wenn du das Ding jetzt holst. Es ist wirklich eine ganz gute Schritt-für-Schritt-Anleitung, die man einfach umsetzen kann. Man hat zusätzlich Videos dazu. Aber es kann natürlich immer noch sein, dass der eine oder andere vielleicht irgendwas nicht versteht. Deshalb ist die Gruppe ganz wichtig, wo man auch Support erhält, wo man sich untereinander unterstützt, damit wirklich jeder, egal zu welchem Wissensstand, diese Strategie umsetzen kann. Das ist das, was ich euch empfehlen kann, umzusetzen, weil es hier mit sehr wenig Aufwand möglich ist, alles zu erreichen über jegliche Plattform. Ich bei den Top 4 von 5 Webseiten im Internet platziert bin. So, ich bin gespannt auf Feedbacks. Ich werde alles auch zusätzlich verlinken unterhalb und wünsche euch wirklich viel Erfolg, egal bei welcher Strategie. Wenn ihr Fragen habt, ich bin natürlich auch auf Facebook überall unterwegs, könnt mich gerne anschreiben. Ich bin zwar viel am Coaching geben oder viel auch besetzt, aber ich gebe mir die größte Mühe, allen innerhalb von 24 Stunden auch ein Feedback zu geben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg.